Liebe Zuschauer vom Saale-Info-Kanal, ich bin heute hier hoch über den Dächern der Stadt Bad Blankenburg auf der Burg Greifenstein, nicht ohne Grund. Seit über einem Jahr hat uns Corona fest im Griff und natürlich auch viele Existenzen stehen auf dem Spiel. Als zwei junge Menschen hier nach Bad Blankenburg gekommen sind vor 3 Jahren, hatten sie viele Träume, viele Visionen und wollten hier mit ihrer Falknerei viele, viele Besucher für ihre Falknerei begeistern. Es ist gelungen und ein guter Start war gemacht und dann kam die Pandemie. Was ist geworden? Wie werden Sie unterstützt? Wie kommen Sie hier mit Ihren wunderbaren Tieren über die Runden? Futter, Kosten und. Viele Fragen tun sich auf, liebe Zuschauer. Und ich bin hier bei den beiden. Sie stehen natürlich mit Mindestabstand hier neben mir. Und wir kennen Sandra aus dem Fernsehen. Sie hatte unsere Region, ob bei Andrea Kiewel oder auch in einer Runde im Riverboot, wunderbar vertreten. Sie hat unsere Region weitergebracht und jetzt gibt es einen Stopp. Sandra, es macht mich sehr, sehr traurig. Ich finde es schön, wenn junge Leute hier etwas tun für unser Bad Blankenburg, für unsere Region. Wie sieht es jetzt im Moment aus? Wie ist das Fazit nach einem Jahr? Ja, also wir haben natürlich bis zuletzt gehofft, dass wir tatsächlich hier Ostern wieder Vollgas geben können. Bis dahin war bei uns auf jeden Fall die Hoffnung noch groß, dass das alles so funktioniert. Und ja, jetzt mit der Aussage, dass auch noch der ganze März geschlossen bleiben muss, Ostern fällt leider mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, also wir gehen fest davon aus, auch ins Wasser. Und dann haben wir mit unserem Saisongeschäft einfach das Problem, dass wir halt den kommenden Winter mit großen, großen Ängsten entgegenblicken, weil wir natürlich unsere laufenden Kosten hier jeden einzelnen Monat haben, egal ob wir offen haben, ob wir zu haben. Die Vögel wollen alle trotzdem fressen. Und ja, das macht uns so doch schon ziemliche Sorgen, oder? Ja, also ich sag mal, das war natürlich sowieso ein sehr schwieriges Jahr. Das letzte, auch da ist das Ostergeschäft schon ins Wasser gefallen. Das konnte man natürlich zum einen auf einer Grund einer schon stattgefundenen Spendenkampagne mit toller Unterstützung ein bisschen ausgleichen. Der Sommer lief dann auch unterm Strich verhältnismäßig gut, aber eben bei weitem kein Ausgleich für das verlorene Ostergeschäft, weswegen Rücklagen, die natürlich bei einem Unternehmen im dritten Jahr auch nicht unbedingt in rauen Mengen vorhanden sind, angekratzt bis aufgebraucht wurde und jetzt stehen wir eben ohne Rücklagen da. Eine Zahlungsunfähigkeit ist zwar noch nicht da, aber wie die Kollegin schon sagte, das Problem ist halt, dass wir den nächsten Winter wieder packen müssen und staatliche Hilfen kommen entweder überhaupt nicht oder an den falschen Stellen an oder in Mengen, die halt, weil es ein Saisongeschäft ist, nicht in irgendeiner Art und Weise ausreichen. Der Staat zahlt halt für einen Monat Verlust, das für uns aber einen Monat faktisch zwei bedeuten. Das versteht er nicht, will er nicht verstehen. Die Stadt ist da auch nicht unbedingt hilfreich an diesen Punkten, muss man auch leider so ehrlich sagen. Die sind ja selber pleite, haben auch nichts übrig für ihre Falken. Und das ist einfach eine sehr schwierige Situation natürlich für uns, ganz klar. Zumal wir auch nicht einfach Mitarbeiter entlassen können. Also wir können zwar jetzt uns umdrehen und alle Vögel losschneiden und in die Wege schicken, aber das wäre wie wenn der Koch seinen Herd verkauft, dann kann er nie mehr aufmachen. Und insofern ist das Problem des Kostenkürzens für uns natürlich auch ein immenses. Das Einzige, wo wir kürzen könnten, wäre unsere angeschlossene Wildtierauffangstation mit über 60 Pfleglingen im Jahr, die dann aber von uns nicht mehr versorgt werden würden und ja, sagen wir mal, wie es ist, in der Natur sterben müssten, weil sie in irgendeiner Art und Weise eben in einer menschlichen Zivilisation zu Schaden kommen. Das ist natürlich ein Kostenpunkt, den wir eigentlich nicht kürzen wollen. Aber leider, früher oder später muss man halt schauen, wo man bleibt. Diese Worte stimmen uns natürlich sehr, sehr traurig. Denn gerade wenn es um Tiere geht, da sollte man von staatlicher Seite etwas tun. Man öffnet langsam wieder Zoos und versucht überall Normalität hineinzubringen. Aber hier die beiden sind so ein bisschen allein auf weiter Flur, alleine auf der Burg. Und das ist nicht gut, finde ich. Deshalb müssen wir etwas tun, liebe Zuschauer. Wir wollen helfen. Denn wenn ich diese wunderbaren Exemplare hier hinten sehe, da geht mein Herz auf. Und Tieren zu helfen, die sich in der Natur verletzen, und verirrt haben, das tun diese beiden mit Bravour und das ist so mega wichtig. Deshalb unser Aufruf heute an Sie, ihr beiden. Wir haben Möglichkeiten zu spenden, natürlich auch Gutscheine zu erwerben, denn es soll ja irgendwann mal wieder hier oben richtig Leben sein mit euren Vögeln. Wir wollen hier auf unserer Burg wieder alle fliegen sehen. Was gibt es für Möglichkeiten? Einfach auch hochkommen, vielleicht sagen, Mensch, ich habe hier noch was. Oder was würdet ihr den Zuschauern jetzt hier im Landkreis und darüber hinaus natürlich, man sieht uns ja auch überall, dass die Falknerei erhalten bleibt. Also
Also an Gutscheinen gibt es natürlich nach wie vor bei uns die Möglichkeit, unseren Falknertag als Gutschein zu erwerben. Das ist der Erlebnistag hier auf der Burg, ein ganzer Tag als Falkner unter den Tieren, ein individuelles Programm. Da ist tatsächlich auch noch so, da hilft vielleicht ein tagesaktueller Blick auf unsere Homepage, steht zur Debatte, dass wir die eventuell sogar in Zeiten des Lockdowns, weil da kommt eben eine Person individuell zu uns, vielleicht durchführen dürfen. Das wäre aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir das nicht dürfen, eine Möglichkeit, uns zu helfen, weil wir natürlich die Gutscheine, wir können das Geld jetzt verdienen und können die Gutscheine hoffentlich im Sommer dann alle einlösen. Das würde wunderbar gehen. Man kann mit Patenschaften hier natürlich ganz gezielt die Tiere unterstützen, dass man sagt, ich finde Vogel XY, Weißkopfseeadler, Milo da vorne so super, dass ich jetzt seine Futterration für das kommende Jahr übernehmen möchte. Das wären natürlich Möglichkeiten. Ja, und ansonsten hat es natürlich auch einen Aufruf gegeben. Im Internet, in den diversen Zeitungen schon. Genau, ich glaube, der hat auf jeden Fall schon so ein bisschen die Runde gemacht, was uns sehr, sehr freut. Also wir haben auch einen Spendenaufruf gestartet. Jeder, der da sagt, ich kann was erübrigen, ich möchte was erübrigen, egal wie viel, also jeder Kleinstbetrag hilft, kommt natürlich hier den Tieren zugute und hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr weiter, das eben hier alles zu überstehen. Genau, und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch, wenn wir die Gelegenheit haben, bei den Leuten bedanken, die uns 2020 schon unterstützt haben. Hängt im Eingangsbereich, hängt ja, mittlerweile sollte das bekannt sein, eine Riesentafel, wo tatsächlich jeder namentlich genannt ist. Und wir haben letztes Jahr auch mehrere Falknertagsgutscheine unter unseren Spendern verlost. Das werden wir natürlich auch dieses Jahr zweifelsfrei wieder machen. Auf jeden Fall. Bestimmt. So, ihr beiden, und damit ihr merkt, dass der Saale-Info-Kanal natürlich auch ein Herz für Tiere hat, werde ich heute auch eine Spende bei euch dalassen, denn mir liegt meine Burg, unsere Burg, sehr, sehr am Herzen. Liebe Zuschauer, machen Sie es uns gleich. Spenden Sie, holen Sie Gutscheine, tun Sie etwas, denn ich denke, hier muss einfach geholfen werden. Und ich habe immer früher gesagt, und wenn es nur der eine Euro ist für den Einkaufswagen, wenn wir den alle sammeln im Gemeinsamen, dann ist es am Anfang auch eine große Summe. Haltet durch, ihr Lieben. Bleibt weiter so, wie ihr seid, und ich wünsche euch ganz viel Kraft, wenn es auch manchmal nicht einfach ist, aber ich denke, wir schaffen das gemeinsam. In diesem Sinne, gesund bleiben, ihr schimpft mal richtig hier hinten, und wir verabschieden uns hier bei dieser wunderbaren Kulisse, hoffen auf Frühling und Daumen hoch, durchhalten, weitermachen. Dankeschön. Danke.